Moin ihr Lieben, heute möchte ich mit euch über mein erstes Lesehalbjahr 2020 sprechen. Zum einen in Form des Mid-Year Book Freakout Tags, den man ja im Grunde jedes Jahr drehen kann, weil sich es immer um das jeweilige erste Halbjahr oder das erste Lesehalbjahr dreht und um die Bücher, die man eben im ersten Halbjahr gelesen hat, was für Enttäuschungen, was für Highlights dabei waren und so weiter. Das werdet ihr gleich alles erfahren. Da möchte ich gerne euch die Antworten und die Bücher zu zeigen, aber ich möchte auch insgesamt über mein Gefühl zum ersten Halbjahr einmal berichten und wie das bei mir quantitativ und qualitativ so aussah, wie das mit meinen Lesevorsätzen aussieht, ob ich da viel geschafft habe, ob ich zufrieden bin, wie das vorangeht oder ob ich da total abluse. Ja, und damit möchte ich eigentlich anfangen. Quantitativ muss ich sagen, dass ich glaube ich da jetzt noch nicht so viel gerissen habe, besonders in den letzten Monaten nicht. Da waren das immer im Schnitt so 3 Bücher pro Monat, die ich geschafft habe, was für mich okay ist, aber viele schaffen ja in dieser Corona-Zeit ja sehr viel mehr. Bei mir fallen so ein bisschen die Hörbücher weg, die Anfang des Jahres noch sehr, sehr hoch waren. Also da hatte ich sehr viele Hörbücher, eben durch meinen Fahrtweg zur Arbeit und dann von der Arbeit nach Hause. Da habe ich immer sehr viel geschafft. Der fällt natürlich jetzt im Homeoffice weg. Das habe ich euch ja schon ein paar Mal erzählt. Was jetzt auch nicht schlimm ist, das Lesen ist bei mir ja eh an vorderster Front und da vermisse ich jetzt die Hörbücher auch nicht unbedingt. Aber ich habe mal durchgezählt im ersten Halbjahr, was ich so geschafft habe. Und da muss ich aber sagen, dass es doch gar nicht schlecht ist. Also ich habe 25 Bücher gelesen und 13 Bücher gehört, was extrem viel ist für meine Verhältnisse. Also wenn man das so zu den anderen vorigen Lesejahren vergleicht. Mal gucken, was denn jetzt im zweiten Halbjahr noch alles dazukommt an Hörbüchern, wenn es vielleicht irgendwann mal wieder mit der Arbeit im Büro losgeht. Ja, also insgesamt 38 Geschichten habe ich erlebt und das war richtig, richtig toll. Ich glaube, von der Anzahl bin ich schon richtig zufrieden, weil ich glaube, so die letzten Jahre lag ich immer bei 60, 66 Bücher im Jahr und da kommt das total gut hin, ist sogar so ein bisschen überdurchschnittlich. Aber viel wichtiger ist natürlich die Qualität. Und die Qualität, muss ich sagen, ist gefühlt echt gut. Und ich habe noch mal rüber geguckt über meine gelesenen Bücher. Ich habe es ja alles hier notiert in meinem Buch der Bücher. Und da muss ich sagen, es ist echt toll. Ich habe sehr wenig Flops, ich habe wirklich wenig Enttäuschungen. Ich habe viele Bücher, die mir Freude bereiten und ich habe auch einige Highlights dabei. Und das ist wirklich klasse. Also da kann ich eigentlich nur Positives berichten und das ist natürlich auch das Wichtigste. Dann zu meinen Vorsätzen. Ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, meinen Sub zu verringern, also meine ungelesenen Bücher. Das hat immer nur so stückchenweise geklappt. Ihr werdet das genauer nochmal im nächsten Lesemonat sehen. Also ich bin jeden Monat immer nur so 2 Bücher runtergekommen und mit Mühe und Not. Und letzten Monat hatte ich ja ein paar Neuzugänge, dann auch mehr. Das hat mich wieder ein bisschen reingerissen. Oder den Sub wieder ein bisschen hochgerissen. Aber letztendlich ist er gesunken, wenn auch nur, glaube ich, irgendwie um eine Handvoll. Genaue Zahlen werdet ihr dann eben im nächsten Lesemonat hören. Und ja, es geht nicht so schnell voran, wie ich mir das gerne vorgestellt hätte, aber solange er sinkt, ist es für mich in Ordnung. Viel, ja, fortschrittlicher bzw. viel mehr Gewinne zu verzeichnen, Erfolge zu verzeichnen, das Wort habe ich gesucht, sind denn bei meinen anderen Vorsätzen und zwar zum einen meine Rereads. Ich habe mir ja vorgenommen, geliebte Bücher nochmal zu lesen und das hebt natürlich auch die Qualität, weil ich weiß ja, dass diese Bücher toll sind und das macht es für mich. Also es gibt ja auch welche, die ungern nochmal Bücher lesen, aber für mich macht es einfach sehr, sehr viel Spaß, diese Bücher nochmal zu erleben, vor allem, weil man auch echt viel vergisst. Und da hatte ich mir hier einiges aufgeschrieben bei meinen Vorsätzen und da möchte ich euch einmal ja, vorlesen, was ich alles schon geschafft habe. Ich habe mir nämlich 5 Reihen
aufgeschrieben, die ich in diesem Jahr schaffen wollte. Zunächst war das Harry Potter, da hatte ich letztes Jahr schon mit angefangen und habe es dann Anfang des Jahres dann auch schon beendet. Dann hatte ich die Edelstein-Trilogie von Kerstin Gier, die habe ich auch schon als Hörbuch beendet. Dann habe ich den Schrecksenmeister, den habe ich jetzt gerade erst beendet als Hörbuch. Und die Tintenherz-Trilogie von Cornelia Funke habe ich jetzt gerade erst mit begonnen. Da denke ich, dass ich auf jeden Fall dieses Jahr auch mit fertig werde. Und als fünftes habe ich hier noch den Mitternachtszirkus von Darren Shan. Den habe ich noch nicht gelesen oder gehört. Als Hörbuch gibt es das leider nicht, habe ich jedenfalls nicht entdeckt. Da bin ich ein bisschen skeptisch, ob ich das schaffe, weil beim Lesen fokussiere ich mich doch eher auf die neuen Titel, auf die neuen Bücher oder auf die ungelesenen Bücher. Hörbücher kann man ganz gut nebenher mal laufen lassen und die Bücher nochmal erleben. So habe ich mir das jedenfalls als Konzept im Moment zurechtgelegt, womit ich sehr zufrieden bin. Ja, dann hatte ich ja noch Vorsätze, Reihen beenden. Und auch da muss ich sagen, bin ich echt zufrieden. Da habe ich zum einen den Dämonenzyklus von Peter V. Brad endlich beenden können, was ich ja immer als Lieblingsreihe betitelt habe, aber lange Jahre nicht zu Ende gelesen habe. Habe ich geschafft. Dann auch Nevernight von J. Christoph habe ich zu Ende gelesen. Und hier steht noch die Spiegelreisende von Christel Dabot drauf. Aber das ist auch schon geplant. Jetzt im August mit Kali zusammen zu lesen und den dritten Band werden wir lesen und dann fehlt nur noch der vierte und den werde ich auf jeden Fall auch dieses Jahr noch lesen und dann kann ich da auch einen Haken dran machen und ja, dann habe ich auch die Reihen beendet, die ich beenden wollte dieses Jahr. Ich habe mir aber hier unten, hier seht ihr das, wie ich das aufgeschrieben habe, ich hake das dann in meinem Rot ab und hier unten habe ich mir halt noch zwei Kringel gemacht, dass ich zwei weitere Reihen beenden möchte. Da habe ich mir aber noch keine vorgenommen. Da bin ich auch sehr zuversichtlich und freue mich, wenn ich da dann auch weitermachen kann mit dem Projekt Reihen beenden, weil da ist wirklich viel Potenzial und ja, viel Handlungsbedarf, sagen wir mal so. Okay. Das ist erstmal so ein bisschen zur Statistik und so, wie ich mein Lesehalbjahr bisher empfunden habe. Jetzt wollen wir aber endlich mit dem Tag beginnen, mit den Fragen des Tags. Ich habe mir hier so richtig schön Notizen gemacht gestern Nacht und habe da alles rausgesucht. Das dauert ja auch immer so seine Zeit, bis man sich so die Bücher alle zurechtgelegt hat in Gedanken und das passende Buch zur Frage herausfindet. Die erste Frage ist schon ziemlich gemein eigentlich und zwar: Soll man da das beste Buch des ersten Halbjahres zeigen? Ich habe das jetzt einfach mal anders geregelt. Ich möchte euch nämlich alle meine Highlights einmal kurz auflisten bzw. in die Kamera zeigen. Ich hatte ja schon gesagt, dass viele Highlights dabei waren und ich möchte euch einmal kurz eine Auflistung von den 10 Büchern zeigen. Es waren tatsächlich 10 Reihen bzw. 10 Bücher zufällig, die ich am liebsten gelesen habe in diesem Halbjahr und ja, die möchte ich euch jetzt einmal hintereinander wegzeigen, ohne mich da irgendwie groß in Worten zu ergehen, weil in den folgenden Fragen werden die Bücher nochmal auftauchen und dort werde ich sie vielleicht ein bisschen näher vorstellen. Ja, also folgende Bücher haben mich am meisten begeistert im ersten Lesehalbjahr. Das geheime Turmzimmer von Laura Anderson, eine Schauer-Familiengeheimnisgeschichte. Der zweite Psychothriller von Ian Reid, Enemy, hat mich wieder überrascht und begeistert. Ein Kinderbuch namens Der Zauber von Immerdar, Band 1, Die Suche nach dem verschwundenen Dienstag von Dominic Valente, hat mich auch verzaubert. Ein Psychothriller, den ich euch noch nicht vorgestellt habe, das kommt denn im folgenden Lesemonat, ist The Girl Before. Sie war wie du und jetzt ist sie tot von JP Delaney. Das hat mich auch ziemlich mitgerissen und war ein totaler Page-Turner. Gegruselt und oftmals überrascht hat mich Slate House von David Mitchell. Natürlich ist da der Dämonenzyklus dabei, von dem ich ja immer sage, dass es eine meiner Lieblings-Fantasy-Reihen ist. Und jetzt dieses Jahr habe ich es endlich beenden können mit 5.1 und 5.2, das Leuchten der Magie und die Stimmen des Abgrunds. Das war unglaublich schön, meine Lieblingscharaktere dort wiederzutreffen. Und natürlich Nevernight
Band 2 und 3 dürfen hier nicht fehlen. Auch hier habe ich in einer Leserunde diese unglaublich tolle Welt und diese unglaublich tollen Figuren und diese unglaublich tolle Sprache von Jay Kristoff kennenlernen dürfen, beziehungsweise kennengelernt habe ich es ja schon in Band 1, Band 2 und 3 war jetzt nur der krönende Abschluss. Ein russisches, winterliches Märchen war Der Bär und die Nachtigall von Catherine Arden und gerade erst beendet und als Highlight auf jeden Fall gekürt ist die 7 Tode der Evelyn Hardcastle von Stuart Turton, eine Mischung aus Krimi und Täglich grüßt das Murmeltier, aber es steckt noch unglaublich viel mehr dahinter. Und ein Buch, was ich euch jetzt nicht zeigen kann, weil ich es nicht in meinem Besitz habe und ich habe es als Hörbuch gehört, ist Ein Akt der Gewalt von Ryan David Yahn. Eine Geschichte, die auf einer wahren Begebenheit beruht und sehr schockierend ist und sehr, sehr viele gesellschaftskritische Themen enthält, moralische Streitthemen, wo man sich noch lange danach mit beschäftigen kann. Ja, das war einmal meine schnelle Auflistung meiner liebsten Bücher aus dem ersten Halbjahr. Ob die alle tatsächlich in meinen Lesehighlights des Jahres 2020 landen werden, werden wir sehen. Da werde ich mir meistens sind es ja immer so höchstens 10 Bücher, die ich mir da raussuche. Und manchmal braucht man ja ein bisschen Abstand, um zu sehen, welches Buch ist wirklich irgendwie hängen geblieben und welches Buch ist wirklich ein Highlight und ein Lieblingsbuch am Ende des Jahres. Wir werden sehen, was da wieder auftaucht, aber ich denke, einige davon werden auf jeden Fall auftauchen. Ja, die zweite Frage des Tags fragt nach der besten Fortsetzung einer Reihe im Jahr 2020 bzw. im ersten Halbjahr 2020. Und da ist ganz klar, welches Buch ich euch zeigen möchte. Und zwar ist es das Spiel Nevernight Band 2 von Jay Kristoff. Das hat mich so umgehauen. Ich habe es ja in einer Leserunde gelesen mit mehreren tollen Mädels und wir waren alle wegbegeistert. Also... Und so vieles an dieser Reihe ist so klasse. Ich bin auch überrascht, dass es gerade der zweite Band ist, der mich am meisten begeistert hat, weil normalerweise ist der zweite Band ja eher derjenige, der so ein bisschen schwächelt in der Trilogie. Aber nein, der zweite Band war der beste. Besonders das Ende hat uns überrascht, hat uns schockiert und hat uns zum Lachen, zum Weinen, zum Verzweifeln gebracht. Und das hat einfach Spaß gebracht. In Nevernight geht es um Mia und ihren Rachefeldzug an den Männern, die ihre Familie umgebracht haben. Und das sind Männer, die sehr hohe Positionen in der Politik einnehmen. Und um sich an ihnen zu rächen, wird Mia zu einer Assassinin ausgebildet. Sie schließt sich der Roten Kirche an, einen Orden von Assassinen, und dort, ja, wird sie erstmal ausgebildet zu einer Klinge. Und das ist gar nicht so einfach. Das ist ein sehr, sehr hartes Brot, diese Ausbildung, und sehr, sehr gefährlich auch mit dazu. Mia ist aber dann nicht nur ein Tötungswerkzeug, sondern sie hat auch noch eine sehr magische Fähigkeit, nämlich ist sie Dunkelin. Sie kann mithilfe ihrer Schatten Magie weben und in ihrem Schatten begleitet sie eine Schattenkatze namens Herr Freundlich, der sich von ihrer Angst ernährt. Dadurch wird sie natürlich noch leichtsinniger und draufgängerischer, und das macht sie dann nachher auch aus, und das wird auch so ein bisschen thematisiert. Noch vieles mehr. Dieses Buch ist, finde ich, oder diese Reihe ist für mich was sehr Besonderes von der Sprache her, die zum einen sehr, sehr derb und manchmal vulgär ist, aber zum anderen manchmal auch tatsächlich literarisch und sehr gut und intelligent durchdacht von Jay Kristoff, mit Fußnoten versehen, mit sehr viel Witz, mit Coolness, und wir haben hier sexy Szenen dabei. Also es ist wirklich alles dabei, was das Herz begehrt, und diese Mischung, die hat es einfach gemacht. Dann dazu diese tollen Charaktere, die man hassen und lieben kann,
und die einfach ja, ihre Ecken und Kanten haben, inklusive mir. Und dann diese überraschenden Wendungen immer wieder, dass es einfach nicht vorhersehbar ist. Und das hat mir einfach viel Freude bereitet. Ich habe ja schon öfter gesagt, dass ich es toll finde, wenn ein Autor sich was traut. Und hier traut sich J. Christoph wirklich immer wieder etwas. Und das hat es für mich einfach zu einem Leseerlebnis gemacht. Auch wenn ich im dritten Band ein bisschen was zu meckern hatte. Der zweite war wirklich fast perfekt. Und wenn ich mich entscheiden müsste, was wirklich das beste Buch im ersten Halbjahr wäre, dann würde ich mich, glaube ich, für Never Night Band 2 entscheiden. Für die dritte Aufgabe soll man Neuerscheinungen aus dem ersten Halbjahr 2020 zeigen, die man noch unbedingt lesen möchte. Da habe ich einmal über meinen Sub geguckt, über meine ungelesenen Bücher, was ich da noch liegen habe. Da habe ich zwei Bücher gefunden, die im ersten Halbjahr 2020 erschienen sind. Da ist zum einen das Sternenlose Meer von Erin Morgenstern. Das habe ich euch ja schon in einem meiner letzten Videos, ich glaube, das war tatsächlich das letzte Video, schon vorgestellt in meinen Neuzugängen. Das ist jetzt als Rezensionsexemplar bei mir eingezogen und das ganze Buch ist im Mai erschienen. Und hier dreht es sich ja um Zachary, der eigentlich an seiner Abschlussarbeit schreibt gerade, aber er ist auch immer wieder in der Bibliothek zu Besuch und liest dort und versteckt sich dort in Welten. Und eines Tages entdeckt er ein Buch, das seine eigene Lebensgeschichte erzählt. Und bei seiner Recherche findet er viele Hinweise in Form von Schlüsseln, in Form von Bienen und Schwertern. Diese Hinweise führen ihn in eine unterirdische Welt der Bücher und das klingt so geheimnisvoll und auch so schön magisch, da freue ich mich sehr drauf. Also dieses Buch, weil es auch ein Rezensionsexemplar ist, wird natürlich nicht lange auf sich warten lassen. Ich habe da richtig Lust drauf. Und das zweite Buch habe ich euch auch in meinem Neuerscheinungsvideo gerade erst vorgestellt. Das ist Das Haus der 1000 Welten von T.S. Orgel. Und wie der Titel schon sagt, geht es hier um ein Haus mitten auf dem Berg, das sehr, sehr viele Welten, sehr viele magische Artefakte birgt, aber auch sehr große Gefahren. Und mehrere Mitstreiter oder auch Konkurrenten versuchen an dieses Haus heranzukommen und versuchen für Auftraggeber oder auch für sich selbst an diese Artefakte heranzukommen. Und es wird ein großes Abenteuer. Viel mehr weiß ich davon gar nicht. Es soll sehr viele Perspektiven haben und ich hoffe auf so ein bisschen Indiana Jones Feeling in diesem Haus mit vielleicht einigen Fallen und magischen, geschichtswürdigen Artefakten. Da freue ich mich auch drauf. Und dieses Buch ist im Februar des Jahres 2020 erschienen. Viertens dreht sich ebenfalls um Neuerscheinungen, allerdings diese, die dann im zweiten Halbjahr erscheinen werden und die man unbedingt lesen möchte. Da gibt es natürlich unendlich viele. Ich habe mich schon mit den Neuerscheinungen beschäftigt und habe schon echt viel rausgeschrieben, auf meine Wunschliste gepackt und mir Screenshots von gemacht, wo ich mich wirklich drauf freue. Ich habe jetzt aber zwei rausgesucht, die ich jetzt noch nicht genannt habe in anderen Tags, weil manchmal kommt ja die Frage schon vor. Da habe ich schon welche genannt gehabt. Ich habe mich jetzt einmal für Kryptos von Ursula Poznanski entschieden. Das ist ihr neuer Jugendthriller, der im August erscheint. Und ihr wisst vielleicht, dass ich großer Poznanski-Fan bin von vielen ihrer Büchern, besonders von Erebos und von Saeculum. Ich habe auch viele andere schon von ihr gelesen. Und sie wählt immer sehr, sehr aktuelle und technische Themen, die einen gerade so bewegen und packt das in einen sehr, sehr, ja, gesellschaftskritischen, aber auch spannenden Thriller-Rahmen. Und es sind meistens große Page-Turner, die für sich gesehen schon etwas Besonderes sind. Und deswegen freue ich mich da sehr drauf. Es geht auch hier wieder um eine, ja, sehr technische Angelegenheit. Es geht um virtuelle
alternative Realitäten. Und unsere Protagonistin ist so eine Weltenbauerin. Sie erschafft Welten oder ja virtuelle Realitäten, wo sich Menschen aufhalten können. Und ihre virtuelle Realität ist sehr idyllisch, sehr grün, sehr schön. Doch eines Tages wird dort das perfekte Verbrechen stattfinden und sie muss handeln. Worin jetzt dieses Verbrechen besteht, konnte ich noch nicht herausfinden, aber ich finde, mit diesen virtuellen Realitäten zu spielen in unserer heutigen Zeit, was ja eigentlich unsere Zukunft, unsere nahe Zukunft ist, ja, finde ich einfach spannend und erinnert so ein bisschen an Erebus, an diese Erebus-Thematik. Und da freue ich mich sehr drauf. Auch das Cover finde ich sehr toll gestaltet. Und das werde ich mir auf jeden Fall zulegen, früher oder später. Das zweite Buch, was ich rausgesucht habe, da bin ich, glaube ich, noch heißer drauf. Hier dreht es sich um High Fantasy, in der es um starke Frauen geht und auch um Drachen, um verschiedene, ja, Welt- und Religionsbildern, und es soll eine sehr detaillierte, erschaffene Welt sein. Und zwar ist das, jetzt muss ich einmal hier ablesen, der Orden des geheimen Baumes. Und das erscheint im September. Ich glaube, der Teil ist im Original nicht zweigeteilt. Im Deutschen erscheint das als Band 1 und Band 2. Ja, ist irgendwie so ein Trend bei uns hier. Aber es hört sich einfach spannend an, um drei Heldinnen, aber auch um zwei Reiche, die Drachen ganz unterschiedlich wahrnehmen. Die einen fürchten sie als Ungeheuer und die anderen verehren sie als Gottheiten. Und das finde ich einfach sehr, sehr spannend und da freue ich mich. Und auch dieses Cover ist ein richtiger Hingucker. Ja, das sind so die Neuerscheinungen, die ich mir rausgesucht habe, auf die ich mich wahnsinnig im zweiten Halbjahr freue, aber da ist noch so viel mehr. Also da könnte ich eigentlich ein eigenes Video drüber drehen, hatte ich auch schon mal überlegt, aber da ist dann wieder so viel Zeit ins Land gegangen und das ist auch immer extrem viel Arbeit, sich die ganzen Daten rauszusuchen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich manchmal auch nicht so viel Lust, aber es gibt ja ganz viele andere, die das hier so schön aufbereiten auf YouTube und da gucke ich dann auch immer sehr gerne rein. Fünftens, welches war das enttäuschendste Buch im ersten Halbjahr? Ja, da habe ich, wie gesagt, gar nicht so viel. Also ich habe auf jeden Fall aufgeschrieben In Schnee und Eis von Rudi Paller. Das war ein Buch, was ich abgebrochen habe. Das war so ein Abenteuerbuch bzw. ein Sachbuch, was auf zwei Brüder beruhte oder auf zwei Leben von Brüdern, die eben auch im Himalaya ihre Forschung betrieben haben und auch den Humboldt gekannt haben. Das habe ich mir abenteuerlich vorgestellt, interessant, aber es war sehr, sehr wissenschaftlich und es hat nur mit Fakten um sich geworfen. Obwohl das so ein ganz dünnes Bändchen war, kam es nicht voran und ich habe es dann, glaube ich, nach 70 Seiten entnervt. Weggelegt und weil mich aber die Geschichte dahinter interessiert hat, habe ich dann bei Wikipedia nachgelesen und ich muss sagen, der Wikipedia-Eintrag war spannender als das Buch. Und das soll schon etwas heißen. Auch Die Wälder von Melanie Rabe habe ich mir aufgeschrieben, aber ich muss sagen, das war kein guter Thriller, vor allem wenn man das vergleicht mit Die Falle, was wir ja vorher gelesen hatten in unserem Buchclub. Vielleicht ist es einfach, hat es auch was mit Erwartungen zu tun. Also ich fand den leider nicht so gut wie Die Falle und auch nicht so intelligent geschrieben. Bei Die Wälder habe ich mir einfach noch viel mehr gruselige Atmosphäre gewünscht. Da war aber viel zu viel Drama drin und Trauerbewältigung. Und ab der Hälfte oder ab zwei Drittel des Buches ging die Spannung so sehr in den Keller. Also es gab keinen Höhepunkt mehr und die Auflösung fand ich auch leider Banane. Ja, deswegen durfte auch dieses Buch ausziehen, aber ich habe es immerhin beendet. Ja, das sind so die beiden Flops, die mir eingefallen sind, die ich jetzt hier einfach mal erwähnen wollte. Sechstens fragt nach dem überraschendsten Buch des ersten Halbjahres. Da habe ich mich zum einen für das Hörbuch Ein Akt der Gewalt von Ryan David Yahn entschieden. Das beruht ja auf einer wahren Begebenheit, auf einem wahren Verbrechen an einer Frau.
die mitten in einer Wohnsiedlung vergewaltigt und auch erstochen wurde. Und mehrere Anwohner haben diesen Akt mehr oder minder mitbekommen, haben aber nicht die Polizei gerufen oder haben nicht eingegriffen. Und das wird hier so dargestellt. Für mich war überraschend, was alles noch in dieser Geschichte gesteckt hat. Also ich wusste, dass es grausam sein wird. Ich wusste, dass es schockierend wird und dass es auch gesellschaftskritisch mit dieser Frage oder mit dieser Thematik des Wegsehens sich beschäftigt. Aber dieses Buch hat sich mit so viel mehr sehr, sehr wichtigen Themen beschäftigt, mit Selbstjustiz, mit gleichgeschlechtlicher Liebe, mit Gewalt, mit Korruption der Polizei und Rassismus und nur so viel mehr. Wir haben einen eigenen Booktalk darüber gemacht, einen Live-Booktalk mit den Bookfriends Forever, mit der Melanie von Melanie Liest und mit der Steffi von Seitengeist und haben darüber gesprochen und man hätte da echt ewig drüber sprechen können. Also da war ich echt überrascht, was in diesen dünnen Büchlein bzw. in diesem kurzen Hörbuch alles drin steckte. Und damit hatte ich dann tatsächlich nicht gerechnet. Außerdem habe ich mir The Girl Before ausgesucht, weil auch das hat mich überrascht, wie sehr mich das mitreißen konnte. Zwischendurch finde ich ein Psychothriller so zum Wegsnacken tatsächlich echt klasse. Aber das Buch habe ich in 2 Tagen weggefressen. Und das hat richtig Spaß gemacht. Hier geht es um 2 Frauen. Und zwar beide ziehen in ein Haus ein und werden dort eingeladen. Es ist ein super modernes Haus, sehr clean gehalten. Und beide lernen den Besitzer kennen und mit beiden passiert etwas. Und von beiden erfahren wir die Geschichte. Die eine kam vorher, die eine kam danach. Und beide haben ihre tragischen Schicksale und die eine erfährt irgendwann von dem Schicksal der anderen, die vor ihr war und dass mit ihr scheinbar genau dasselbe passiert, sie genau so in denselben Strudel hineingerät. Ich muss jetzt leider sehr kryptisch bleiben, ihr werdet davon noch mehr in meinen nächsten Lesemonat erfahren, da versuche ich dann meine Gedanken ein bisschen mehr zu strukturieren und vielleicht mehr vom Inhalt zu erzählen und was mich da genauso gefesselt hat. Ich fand es richtig spannend. Es waren sehr, sehr kurze und knappe Kapitel und die Figuren waren alle unglaublich, die hatten irgendwie alle einen Dachschaden und ich glaube, genau das fand ich dort auch sehr, sehr spannend und hat das Ganze auch so unberechenbar gemacht. Ein richtig guter Psychothriller für zwischendurch zum Wegsnacken und das hat mich durchaus überrascht, dass der mich so begeistern konnte. Und überrascht war ich auch von Slate House von David Mitchell. Hier denkt man vielleicht so an eine leichte Horrorgeschichte. Aber ich finde, auch hier war viel mehr enthalten. Ich habe das zusammen mit der lieben Sarah vom Alice im Bücherland von dem Kanal gelesen. Und auch hier haben wir viel mehr bekommen als einfach nur eine Grusellektüre. Es geht hier um das Slate House, das alle paar Jahre seine Pforten öffnet für eine ganz bestimmte Person, sie hineinlockt und für sie ein Schauspiel bereitet und von dieser Person etwas ganz Bestimmtes möchte. Und hier muss man erstmal zwischen Realität und Traum unterscheiden können. Und das Buch führt einen immer wieder auf falsche Fährten. Und genau das fand ich hier das Überraschende. Und es war durchaus an manchen Stellen gruselig, aber es hatte auch irgendwie was Literarischeres. Dadurch, dass wir immer wieder alle paar Jahre die verschiedenen Personen begleiten und das Buch immer wieder auch die Sprache anpasst an diese Person. Und auch das Haus selbst passt sich an diese Personen an. Und wer dahinter steckt, was das Haus will, das müsst ihr hier selbst lesen. Auch das war für mich wirklich sehr überraschend. Ja, bei dieser Frage oder Aufgabe hätte ich auch noch mehr zeigen können, aber irgendwo muss man ja mal Stopp machen. Das Video wird wahrscheinlich eh ziemlich, ziemlich lang. Siebtens, wer ist dein liebster neuer Autor, deine liebste neue Autorin? Ich habe natürlich viele neue Autoren kennengelernt, wo ich vorher noch nichts von denen gelesen habe. Aber das bedeutet nicht gleich, wenn ich eine Geschichte toll finde, dass ich sage, auch von der oder von dem muss ich sofort etwas Neues lesen. Also entweder es müssen schon mindestens 2 Werke gewesen sein, die mich wirklich begeistert haben, dass man sagt, ja, das könnte zu einem Lieblingsautor oder zu einer Lieblingsautorin werden.
Oder es muss etwas ganz Besonderes in der Erzählstruktur, in der Ideenfindung oder in der Sprache sein, wo ich sage, ja, der ist mal auf einer ganz besonderen Spur. Und da habe ich ja schon vorhin gerade drüber gesprochen, dass sich Jay Kristoff echt viel traut und von der Erzähltechnik her etwas ganz Besonderes macht. Und deswegen möchte ich von Jay Kristoff gerne noch mehr lesen. Die Illuminae-Akten stehen eh schon auf meiner Wunschliste, aber er hat ja auch jetzt schon eine weitere Science-Fiction- oder Fantasy-Reihe geschrieben, glaube ich. Da würde ich auf jeden Fall gerne reinlesen, wenn die im Deutschen erscheint, weil ich glaube, einfach von dem kann man echt viel weitere tolle Geschichten erwarten, weil er sich eben viel traut und weil er einfach mal was anders macht als andere. Und genauso ist es, anderes Genre, aber genauso ist es bei Ian Reid. Da habe ich ja The Ending gelesen und auch Enemy. Zugegeben, beide Autoren habe ich jetzt nicht 2020 entdeckt, aber 2020 ist mir erst klar geworden, dass die eine meiner Lieblingsautoren oder dass sie zu meinen Lieblingsautoren gehören, weil ich eben jetzt durch das Lesen eines nächsten Bandes erst entdeckt habe, ja, ich habe die Gewissheit, das liegt einfach an den Autoren und nicht nur einfach an der Geschichte, dass ich diese Bücher von denen feier. Und Ian Reid ist eben auch mit Enemy, genauso wie bei The Ending, gelungen, etwas Neues zu schaffen. Und ich finde auch einfach, dass sich dieses Buch nicht in ein Genre stecken lässt. Es sind psychologische, philosophische Thriller vielleicht oder hier vielleicht eher sogar ein Spannungsroman. Es geht um ein Pärchen, was auf einer Farm lebt, sehr, sehr außerhalb der Zivilisation und irgendwann mitten in der Nacht Besuch bekommt. Und sie bekommen eigentlich nie Besuch. Ein Mann klopft an ihrer Tür und verkündigt ihnen, dass der Mann bei einem Forschungsprojekt wahrscheinlich teilnehmen darf. Es steht noch nicht hundertprozentig fest, aber er steht auf jeden Fall zur Auswahl und er soll sich geehrt fühlen, bei diesem Forschungsprojekt mitzumachen. Was es genau ist, will er noch nicht erzählen. Er will jetzt aber viele Befragungen und Überprüfungen und Durchsuchungen und Untersuchungen durchführen an unseren Protagonisten, um ja, noch mehr Daten erheben zu können. Und ja, der Protagonist weiß gar nicht, ob er sich darüber freuen soll. Und es steht auch gar nicht ja, zur Auswahl. Er wird gar nicht gefragt, ob er daran teilnehmen möchte, sondern man muss einfach sich freuen darüber. Es ist irgendwie aber doch Pflicht. Man kann sich dagegen nicht so richtig wehren. Und irgendwas ist seltsam daran und auch an unseren Protagonisten und auch an der Beziehung zwischen ihm und seiner Frau und seinem ganzen Leben, was steckt da alles hinter? Welches Genre haben wir hier eigentlich? In welcher Zeit befinden wir uns? Und das ist alles so mysteriös und es gibt so viele Hinweise und Andeutungen. Auch die Auflösung ist hier wieder etwas Besonderes. The Ending fand ich zwar noch besser als Enemy, aber trotzdem hat es hier wieder gezeigt, was Ian Reid ausmacht und von dem würde ich einfach alles lesen. Deswegen hat mich das jetzt 2020 nochmal bestätigt darin, dass Ian Reid zu meinem Lieblingsautoren Olymp gehört. Tatsächlich ein Autor, den ich in diesem Jahr kennengelernt habe und auch erst ein Buch gelesen habe, ist Stuart Turton mit Die sieben Tode der Evelyn Hardcastle. Das Buch ist auch etwas so Besonderes und zeigt wirklich das Können des Autors so sehr, dass ich auch hier sagen kann, ich halte auf jeden Fall meine Augen offen. Wenn dieser Herr etwas Neues schreibt, bin ich auf jeden Fall auf der Matte und gucke mir das Buch auf jeden Fall genauer an. Und wenn es mich dann auch noch von der Idee anspricht, bin ich auf jeden Fall dabei. Das Buch ist eine Mischung. Ja, wie gesagt, ein klassischer Krimi à la Agatha Christie, plus einen sehr besonderen Kniff, ein bisschen wie täglich grüßt das Murmeltier, nur um einiges komplexer. Das Buch ist sehr, sehr komplex und sehr strukturiert und ich glaube, dass der Autor sich hier monatelang ganz viele Übersichten geschrieben haben muss, um hier durchzusteigen. Das Ganze ist aber so schlüssig, auch das Ende.
es hat alles in sich gegriffen. Es war wie ein großes Puzzle, wo irgendwann die Puzzlestücke das gesamte Ganze ergeben haben. Und da muss ich einfach meinen Hut vor diesem Autor ziehen, wie viele Fragen er hier vorne aufgeworfen hat, aber sie alle tatsächlich beantwortet hat. Ja, wirklich klasse. Es geht hier um unseren Protagonisten, der aufwacht in der Nähe eines Herrenhauses, wo am Abend ein Maskenball stattfinden soll und es wird dort ein Mord passieren. Und diesen Mord soll er aufklären. Erst dann wird er von diesem Ort entkommen können. Das Problem ist, er hat all seine Erinnerungen verloren und er steckt jeden Tag in einen neuen Körper eines Gastes dieses Maskenballs und muss halt in diesen verschiedenen Körpern ermitteln. Er hat auch Konkurrenz und Gegner, die ihm das Leben schwer machen und auch seine eigenen Wirte, also in den Körpern, in denen er steckt, machen es ihm sehr, sehr schwer, denn alle haben irgendwie ja, Charakterzüge, die es ihm sehr schwer machen zu ermitteln. Ja, also da ist einiges los. Ich habe das in einer Leserunde gelesen, gerade erst beendet und ich bin völlig baff. Es war ein wirklicher Höllenritt, kann man sagen, weil man manchmal mit seinen eigenen Gedanken nicht mehr hinterherkam, weil das so komplex war. Es hat ein bisschen was von Zeitreisen und von diesem Paradoxon, wo man erstmal mit klarkommen muss, diese ganzen vielen Personen, wo man immer wieder nachschlagen muss. Aber das war so gut gemacht, so komplex und auch die Sprache war so ein bisschen altertümlich und es gab so ein paar Sätze, die man sich immer wieder, also die man sich gerne mal rausgeschrieben hat und den anderen nochmal vorgelesen hat, weil einem diese Formulierung so gut gefallen hat. Es gab auch so viele tolle altertümliche Wörter, die ich mir manchmal rausgeschrieben habe, die einfach Spaß gemacht haben und auch zu dieser Atmosphäre gut gepasst haben. Man konnte richtig schön miträtseln. Ich bin nicht so der größte Krimi-Fan, aber durch diesen Clou, durch diese Idee war es einfach was ganz Besonderes. Und genau deswegen, durch diese Kombination aus dieser Komplexität der Sprache und der Idee, habe ich herausgeschlossen, und das ist auch noch das Debüt des Autoren, das muss man sich mal reinziehen, ich möchte nicht wissen, wie lange er daran gesessen hat, habe ich geschlossen, jetzt muss ich mal den Satz zu Ende bringen, dass das ein neuer liebster Autor werden könnte. Das kann man, finde ich, aber auch erst sagen, wenn man ein weiteres Buch von ihm gelesen hat. Mal gucken, ob da noch was kommt und wie bald da noch was kommt, ob das genauso komplex wird. Wenn es das tatsächlich wird, dann wird das vielleicht noch ein bisschen dauern, bis da was rauskommt. Achtens und neuntens werde ich jetzt einfach mal zusammenfassen, weil es bei mir so ein bisschen auf das Gleiche hinausläuft. Achtens ist nämlich die Aufgabe, den neuesten Bookboy-Friend vorzustellen, also eine Figur aus einem Buch, wo man sehr geschwärmt hat für. Und neuntens ist die Aufgabe, einen neuen Lieblingscharakter vorzustellen. Und ja, da ich nicht so viele Liebesromane lese, wo man jetzt irgendwie besonders schwärmt für einen Charakter, würde ich bei meinem neuesten Bookboyfriend eher einen Lieblingscharakter raussuchen. Deswegen werde ich diese Aufgaben jetzt mal zusammenlegen. Auch hier kann ich wieder Nevernight zeigen. Das ist jetzt diesmal der dritte Band, die Rache. Aber weil ich dieses Buch fast bei jeder Frage hochhalten kann, wird halt auch klar, wie sehr das ein Highlight ist, wenn das wirklich die Charaktere, die Sprache, die überraschenden Wendungen und so weiter beinhaltet, dann ist das ringsherum einfach ein Highlight. Hier möchte ich auf jeden Fall Clu herausstellen. Clu ist ein Pirat und zwar der Kapitän eines Schiffes, der Blut meint. Und den fand ich einfach so klasse. Der ist nicht auf den Mund gefallen und er ist auch kein Kind von Traurigkeit. Also zieht viele krumme Dinge ab. Er ist nun mal Pirat, ne? Aber er ist auch ein ziemlicher Charmeur und ein ziemlicher Frauenangraber und Sprücheklopfer. Aber er hat auch so viel Intelligenz und auch zieht auch solche coolen Aktionen durch und kann aber auch unsere Protagonistin Mia öfters mal aus dem Schlamassel ziehen und die beiden liefern sich auch gegenseitig echt tolle
Dialoge und das bringt einfach Spaß. Er ist scharfzüngig, er ist witzig, er ist sarkastisch und hat irgendwie doch, obwohl er ein Pirat ist, so ein bisschen das Herz am rechten Fleck. Man könnte vielleicht sagen, er ist so ein bisschen wie Jack Sparrow in Fluch der Karibik. Vielleicht noch ein bisschen derber, weil hier die Sprache eben auch ein bisschen derber ist. Aber den fand ich echt ziemlich cool. Und auch dieses Rätsel um seinen Namen, was so ein bisschen etwas von Rumpelstilzchen hatte und nachher die Auflösung, fand ich richtig cool und lustig. Wie gesagt, diese Charaktere haben einfach Ecken und Kanten und trotzdem ihre sympathische Seite irgendwie an sich. Und die könnte ich noch mehr nennen aus diesem Universum, aber ich will es jetzt einfach mal dabei belassen, damit ich nicht nur über Nevernight hier spreche. Dann kann ich euch noch eine Figur nennen aus einem Buch, was ich nicht mehr hier habe. Das habe ich aussortiert, weil das jetzt nicht das größte Highlight für mich war. Aber es war dennoch irgendwie ein schöner Roman, ein winterlicher Roman. Es hieß auch Ein Märchen im Winter von Kate Lord Brown. Da ging es um eine Frau, die ihren Mann verliert und ihren Job verliert und Geld braucht und einen Job als Sekretärin annimmt, als Assistentin von einem reichen Mann, der so seine Memoiren oder seine Familiengeschichte aufschreiben möchte. Und der ist sehr exzentrisch, könnte man sagen. Und ich fand ihn aber trotzdem irgendwie drollig und irgendwie auch sehr liebenswürdig schräg, wie er war. Weil immer, wenn er sich in die Vergangenheit hineinversetzt hat, wollte er am liebsten darin versinken und richtig in die Gefühle der Personen hineinfühlen. Und deswegen hat er sich auch manchmal als Frau verkleidet und hat auch von seiner Assistentin, von unserer Protagonistin erwartet, dass sie sich ebenfalls verkleidet und dass sie so eine Art Rollenspiele auch machen. Das war halt ein älterer Herr. Er war, ich weiß gar nicht, wie alt er war, war schon 60, 70 oder so um den Dreh. Und ja, das war so schrullig und so lustig teilweise, dass ich ihn sehr ins Herz geschlossen habe. Und ja, den kann ich auf jeden Fall nennen. Ich weiß nicht mehr, wer hieß. Ich glaube, irgendwas mit F. Fridolin Fletcher. Er hatte einen interessanten Namen. Ich weiß es nicht mehr. Ich komme nicht mehr drauf, aber es geht ja jetzt auch nicht um den Namen, sondern um die Figur an sich und die hat mir sehr viel Freude bereitet. Und als letztes möchte ich euch noch den Kobold Oswald aus Der Zauber von Immerdar vorstellen. Den habe ich euch schon mal in einem Tag vorgestellt. Ich glaube, da ging es auch darum, einen Bookboyfriend vorzustellen. Da habe ich das auch ein bisschen umgewandelt, weil ich mich einfach ein bisschen in Oswald verguckt habe. In einen Zauber von Immerdar geht es um Anemona. Und Anemona ist in einer Hexenfamilie aufgewachsen. Auch sie ist eine Hexe und alle haben eine Fähigkeit, eine magische. Sie hat aber eine Fähigkeit abbekommen, die sie ziemlich langweilig findet, denn sie kann verschwundene Gegenstände wieder auffinden. Sie verdient sich damit auch ihr Taschengeld, indem sie verlorene Schlüssel, Hüte, Portemonnaies, hast du nicht gesehen, für andere wiederfindet. Aber so richtig tolle Fähigkeiten wie ihre Schwestern und wie ihre Mutter hat sie leider nicht. Und das macht sie so ein bisschen traurig natürlich. Und alle anderen belächeln sie auch so ein bisschen dafür. Aber eines Tages kommt die mächtigste Hexe zu ihr aus dem Reich und bittet sie um Hilfe, denn es ist der Dienstag verschwunden gegangen und alle Erinnerungen an den Dienstag von allen Personen und allen Wesen, die in Immerdar leben. Und Anemona soll halt nun helfen, diesen Dienstag wieder ausfindig zu machen, mit Hilfe ihrer Gabe. Und sie geht nun auf ihr Abenteuer mit dieser Hexe und sie treffen dort natürlich auf den Weg durch das Land, was wirklich sehr vielfältig ist, ob es Riesen sind oder Wesen, die Besen herstellen oder in einen magischen Wald gehen sie oder natürlich auch auf Drachen treffen sie, was mich sehr gefreut hat. Und ein Begleiter von ihr ist Oswald. Oswald ist ein Kobold, der so ein bisschen aussieht wie eine Katze. Das darf man ihm aber nicht sagen, denn da möchte er auf jeden Fall einen Unterschied machen. Oswald ist sehr ungehobelt. Er motzt
sehr, sehr viel. Er hat einen Sprachfehler. Und immer wenn, also eigentlich ist er grün, seine Fellfarbe grün, aber immer wenn er wütend ist, dann wird er orange-rot und meistens ist er orange-rot. Aber er hilft Anemone öfters mal aus der Patsche und wenn er besonders geärgert wird, dann kann er auch mal explodieren. Und ich fand den so klasse und ich glaube auch, dass das sehr viel Spaß bringen kann, vorzulesen. Ja, ihr seht ihn hier aus der Tasche gucken, natürlich orange-rot aus der Flauschtasche. Und ja, der hat mich sehr amüsiert und fand ich richtig, richtig klasse. Und deswegen wird auch hier bei dieser Frage genannt. Zehntens, ein Buch, das dich im ersten Halbjahr zum Weinen gebracht hat. Ja, da muss ich sagen, ich weine zwar schnell bei traurigen und rührenden Szenen, allerdings lese ich nicht so viele Bücher, die sehr tragisch sind und deswegen war das für mich sehr schwer, das rauszusuchen. Ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, ob ich jetzt zum Beispiel bei Ein Akt der Gewalt geweint habe, weil da waren sehr viele dramatische und schreckliche Szenen. Aber ich weiß nicht, ob ich da eher geschockt war, als irgendwie gerührt oder traurig berührt. Ich weiß es nicht mehr. Da kann ich euch das nicht sagen, aber das würde am ehesten passen, weil das wirklich sehr, sehr tragische Schicksale waren, die dort beschrieben worden sind. Ansonsten darf natürlich in einem Tag niemals Harry Potter fehlen. Und da ich in diesem ersten Halbjahr Band 6 und Band 7 als Hörbuch nochmal gehört habe, kann ich euch diese Bände auf jeden Fall für diese Frage vorstellen. Es sind natürlich Bücher, die ich jetzt nicht irgendwie in diesem ersten Halbjahr 2020 neu kennengelernt habe, sondern zum, was weiß ich, wievielten Male nochmal gehört, gelesen habe. Aber diese Bücher bringen mich immer wieder zum Weinen. Besonders der sechste und der siebte Teil, weil da nochmal so viele liebgewonnene Charaktere sterben und auch so viele Szenen drin sind, die einfach zu Tränen rühren und dass man echt, ja, also diese Bücher machen mich echt fix und alle. Und ja, deswegen kann ich euch auf jeden Fall dieses Buch zu dieser Frage zeigen. Elftens, welches Buch hat dich im ersten Halbjahr so richtig glücklich gemacht? Und da kann ich auf jeden Fall auch wieder Der Zauber von Immerdar in die Kamera halten, weil das Buch war wirklich zauberhaft, niedlich, magisch und auch lustig. Und das ist für mich ja auf jeden Fall Wohlfühlfaktor genug. Und dazu kamen dann auch noch schöne Illustrationen zwischendrin, die das Ganze auch noch aufgelockert hat. Also diese Geschichte werde ich auf jeden Fall weiterverfolgen, beziehungsweise diese Reihe. Und ich habe es euch ja schon gesagt, für mich ist es immer wieder etwas Schönes, Bücher zu lesen oder zu hören, die ich schon mal gelesen oder gehört habe. Und das ist für mich meistens oder auch oft ein Wohlfühlfaktor. Harry Potter kann ich jetzt in diesem Fall gar nicht so sehr sagen, weil in diesem ersten Halbjahr waren es für mich nur Band 6 und 7 und die haben mich irgendwie eher nur traurig gemacht als glücklich, weil das Ende war für mich schon sehr dramatisch, eher dramatisch als. Und da ich das Ende des siebten Teils ja auch nicht so mega finde, kann mich das auch nicht glücklich stimmen am Ende. Einfach nur rührselig, nostalgisch und es zieht an meinem Herzen. Aber dafür kann ich euch zwei Bücher zeigen, beziehungsweise das eine zeige ich euch jetzt nicht. Das nenne ich euch jetzt nur, weil das steht da oben und ich habe jetzt gerade keine Lust, das runterzuholen. Und zwar ist es der Schrecksenmeister von Walter Mörs, was ich ja jetzt nochmal als Hörbuch gehört habe. Gelesen von Andreas Fröhlich. Und ja, Walter Mörs, der kann einfach mit Worten umgehen, mit Worten spielen. Und das bringt einfach extrem viel Spaß, ihn dabei zuzuhören. Und in Schrecksenmeister geht es um ein kleines Krätzchen. Das ist so eine Art Katze, nur eben eine Katze, die sprechen kann, die alle Sprachen aller Wesen sprechen kann. Und dieses Krätzchen namens Echo geht einen Pakt mit Eispien ein. Eispien ist der Schrecksenmeister der Stadt. Und ja, Echo ist kurz vorm Verhungern und er kann gar nicht anders, als auf diesen Pakt einzugehen. Nämlich wird er einen Monat lang gemästet. Danach steht es Eispien allerdings frei,
an sein Fett ranzugehen. Er soll nämlich ausgekocht werden und sein Fett von seinen Knochen abgelöst werden. Das ist eine Zutat, die der Schrecksenmeister noch für, ja, für einen Plan, für einen seiner Pläne braucht. Ja, es ist natürlich auch ein bisschen düster, das Ganze, aber das macht es für mich auch irgendwie aus und ich musste dort viel grinsen und lachen über einige Situationen und über einige Wortspiele. Es geht hier auch viel ums Essen, ums Kochen. Und auch dort hat Walter Mörs einfach seine Kreativität und seine vielen Ideen ausgelebt. Und da habe ich auch so viel vergessen von. Und deswegen war es sehr schön, die ganzen Figuren kennenzulernen oder wieder kennenzulernen, wieder zu entdecken und viele Situationen einfach wieder in Erinnerung zu rufen. Und natürlich kann ich euch auch noch die Edelstein-Trilogie bei dieser Frage in die Kamera halten, weil das sind für mich einfach komplette Wohlfühlbücher. Hier ist nichts irgendwie düster, finde ich. Hier ist sehr viel Humor verarbeitet. Kerstin Gier hat einfach einen sehr großen, ja, eine sehr große Begabung, humorvoll zu schreiben und ihre Figuren so liebevoll, manchmal auch ein bisschen schrullig da zu stehen zu lassen. Und das ist einfach nur ein Wohlfühlbuch sein kann. Gwendolyn ist in einer Familie aufgewachsen, in der das Zeitreisegehen vererbt wird. Ihre Cousine wird ausgebildet in vielen Dingen, zum Beispiel Fechten oder Reiten oder Benimmregeln, weil man glaubt, dass sie das Zeitreisegehen vererbt bekommen hat. Aber es ist Gwendolyn, die dieses Zeitreisegehen bekommt und sie ist völlig unvorbereitet und man lässt sie das auch ganz schön spüren, dass sie eigentlich als sehr ungebildet in den ganzen Sachen gilt. Aber sie muss jetzt trotzdem damit zurechtkommen, immer wieder in die Zeit zu reisen und sie bekommt von dieser Organisation auch Aufgaben zuteil und muss sich mit ja, Gideon zusammentun, der auch dieses Zeitreisegehen in sich hat und die verstehen sich zunächst gar nicht und kommen sich natürlich aber zwischendurch immer mal wieder näher. Es ist eine Liebesgeschichte drin, ja, und es ist auch manchmal so ein bisschen Augenverdreh-Liebesgeschichte, aber ich kann es hier drin sehr verzeihen. Zum einen, weil es für mich irgendwie auch so ein bisschen aus der Kindheit bzw. aus meiner Teenie-Zeit stammt und da hat man so einfach diese nostalgische rosa Brille auf, wenn man das Buch beobachtet und es ist einfach auch eine tolle Protagonistin, die hier mitspielt und besonders der Wasserspeier-Dämon, der hier Gwendolyn immer wieder begleitet und nervt, ist einfach köstlich, was der immer für freche Sprüche bringt, immer wieder zum Schmunzeln und auch ihre Freundin, hieß sie Leslie? Ich weiß es gerade gar nicht mehr genau, jedenfalls die Freundschaft zwischen den beiden finde ich auch wunderbar dargestellt. Ja, Ximerius, genau, Ximerius hieß der Wasserspeier-Dämon und ja, richtig, richtig toll und das ist eine Wohlfühlreihe, die man sich immer wieder antun kann, auf jeden Fall. Bei der 12. Aufgabe soll man das schönste neue Buch aus dem Jahr 2020, aus dem ersten Halbjahr 2020 zeigen. Ich habe jetzt einfach mal ein paar mehrere mal wieder rausgesucht, von denen ich einfach finde, dass sie mit am schönsten sind. Von den Neuzugängen aus dem ersten Halbjahr. Gerade erst im letzten Video gezeigt, ein Neuzugang, den ich auch gerade noch lese, ist Schattengeister von Frances Hardinge. Ich finde, ich glaube, das ist einfach das hübscheste Cover aus dem ersten Halbjahr, beziehungsweise von den Neuzugängen aus dem ersten Halbjahr. Es funkelt, es ist so ein bisschen matt und es fühlt sich sehr, sehr schön an. So ein bisschen rau nach Papier. Und dann diese tollen Zeichnungen hier drauf, diese Schnörkel, die Sterne, die Blätter. Ach, es ist einfach traumhaft. Dann möchte ich euch noch den Grisha-Schuber zeigen, der mir bei mir eingezogen ist. Ich werde jetzt die Bücher mal nicht rausholen. Ich habe ihn jetzt ja euch auch letztens in meinem Fantasy-Sub-Video, glaube ich, gezeigt und die Bücher, die dort drin enthalten sind, relativ neu aufgelegt und ja, finde ich auch sehr, sehr hübsch gemacht.
Auch das Gedächtnis von Babel, also der schon angesprochene dritte Band der Spiegelreisenden-Reihe von Christelle Dabau, ist, finde ich, sehr schön gestaltet. Die ganze gesamte Reihe ist in so Pastelltönen gehalten. Hier eben so ein schönes Mint. Die Schrift glitzert auch so oder schimmert in dieser Metallic-Farbe. Und dann finde ich, ist auch das Motiv sehr künstlerisch dargestellt. Mit diesen Zeichnungen und sehr detailliert, finde ich. Ja, eine sehr, sehr schöne Farbe. Und als letztes kann ich euch noch Der letzte Wunsch von Andrzej Sapkowski zeigen. Das ist die Neuauflage dieser Reihe. Ja, der erste Kurzgeschichtenband, den ich ja schon gelesen habe, allerdings noch in der alten Ausgabe. Und ja, ich möchte mir so langsam alle Teile der neuen Auflage zusammensuchen, die dann hier auch noch so ein wunderbares Muster ergeben, wenn sie alle zusammen im Regal stehen. Und ja, das finde ich auch sehr, sehr schick gemacht. Außerdem ist es haptisch auch sehr schön anzufassen. Hier unten ist es rau. Hier merkt man die erhabenen Buchstaben und auch von diesen Wappen merkt man das Ganze. Und ja, die Fledermaus ist glatt. Sehr, sehr hübsch gemacht. Ja, ich mag gerne sehr hübsche Bücher. So, und nun haben wir es auch wirklich bald geschafft. Jetzt sind wir nämlich bei der letzten Aufgabe, 13. Sub des zweiten Halbjahres. Welches Buch willst du noch lesen? Ja, da könnte man natürlich massig an Büchern zeigen, am besten den ganzen Sub. Ich habe mir jetzt einfach mal vorgenommen, euch die Bücher zu zeigen, die ich noch in einer Leserunde lesen möchte, was schon fest eingeplant ist. Zum einen zeige ich euch nochmal das Gedächtnis von Babel. Die Spiegelreisenden-Reihe möchte ich mit Kali im August lesen. Ich werde euch jetzt nicht nochmal sagen, um was es alles in diesen Reihen geht, ne? Sonst sprengt es einfach das Video. Dann das Haus am Rand der Klippen von Lucy Clark wollen wir auch im August im All-You-Can-Read-Leseclub lesen. Es geht so in Richtung Thriller, steht aber Roman drauf. Mal gucken, vielleicht so in Richtung Spannungsroman. Dann möchte ich mit Sarah Sophie Lichter auf dem Meer von Miguel Reyna lesen. Das ist so ein bisschen magischer Realismus. Ein Ehepärchen, die sich auf einmal mitten in der Nacht mit ihrem Haus auf dem Meer befinden. Vielleicht so ein bisschen philosophisch, wie viel da jetzt fantastisch ist, werden wir mal schauen. Freue mich auf jeden Fall drauf, weil das, glaube ich, was Besonderes ist. Ja, das waren so die Leserunden. Und zum Schluss habe ich noch ein Buch von meinem Fantasy-Sub rausgesucht. Ich habe den ja euch in den letzten Videos so ein bisschen vorgestellt, in zwei Videos. Und wenn ich da so dran gedacht habe, an die Bücher, welches mich da am meisten anspricht, dann ist das Kinder des Nebels, die Nebelgeborenen, Band 1 von Brandon Sanderson. Das ist ja ein Autor und auch eine Reihe, die man eigentlich als High-Fantasy-Leser wirklich gelesen haben muss. Es schwärmen da so viele von, besonders von dem Magiesystem. Und ja, da möchte ich bald einfach zugreifen. Es wird Zeit und ja, das spricht mich sehr, sehr an. Das wäre zum Beispiel auch eine Reihe, die ich mir vorstellen könnte, die ich jetzt in diesem Jahr noch anfange und auch beende, weil es ist ja auch nur eine Trilogie. Und ja, das wäre auf jeden Fall noch ein Ziel. Mann, oh Mann, das ist ein langes Video geworden, aber ich dachte mir das schon irgendwie, man kann das nicht auch eben so abhandeln. Ich habe auch nicht immer nur ein Buch zu einer bestimmten Frage oder Aufgabe. So was funktioniert das bei mir einfach nicht. Ich hoffe, ihr hattet dennoch viel Spaß. Ich werde jetzt niemanden taggen. Ich wurde, glaube ich, auch nicht getaggt. Den macht man einfach oder macht man nicht Mitte des Jahres. Und ich finde, das ist immer eine ganz tolle Möglichkeit, so einen kleinen Zwischenabschnitt zu ziehen, so ein kleines Zwischenresümee. Am meisten freue ich mich dann auf das Ende des Jahres, um dann diese Jahreshighlights, Jahresenttäuschungen und die Jahresstatistiken mir anzuschauen. Und das ist schon mal so, ja, der kleine Bruder davon. Ich hoffe, ihr hattet Freude. Schreibt mir gerne in die Kommentare, das interessiert mich brennend. Was sind denn eure Jahreshighlights? Und vielleicht habt ihr ja auch Lust, andere Fragen aus diesem Tag zu beantworten oder mir allgemein zu sagen, wie euer
wie ihr euer Lesehalbjahr bisher so empfunden habt, dann alles damit in die Kommentare. Ich freue mich drauf und jetzt wünsche ich euch noch eine schöne, lesereiche Zeit und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut! Ciao, ciao!